Henri Chamartin, der große Meister im Sprung-zu-Sprung-Wechsel, wie er oft bezeichnet wurde. Hier nicht in seiner Uniform der Schweizer Kavallerie, wie ihn jeder kannte, sondern ausnahmsweise in Frack und Zylinder anlässlich einer Kür der Klasse S 1968 in Lausanne. Wir sehen ihn hier auf Wolf Dietrich mit diesem intelligenten und graziösen Wallach, errang der Schweizer zweimal den Titel des Europameisters, 1963 und 1965 in Kopenhagen, und zugleich die bronzene Medaille dieser Meisterschaft auf Woermann, mit dem er auch die olympische Goldmedaille 1964 in Tokio erritt. Henri Chamartin wirkt heute noch als gefragter Ausbilder in der Schweiz.